Hallo und herzlich willkommen zurück auf Hof Hirschfeld. Und liebe Leute, für alle, die die Folgen vorher gesehen haben, ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Folgen Probleme mit dem Ton, mit dem Sprachton, aber der Ausschlag ist jetzt wieder gut. Mein Gott, es ist verrückt, auf was man immer wieder achten muss. Ihr habt die Festplatte voll, ihr habt Ton, ihr habt Aufnahmen, ihr habt, ach, das ist Zip und Zap. Erstmal für euch, die immer dabei geblieben sind, das Jubel, das ist für euch, meine Lieben. Ja, vielen Dank, dass ihr mir trotzdem zugehört habt. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel verloren gegangen. Ich habe mir jetzt nicht jede Folge nochmal angeguckt, aber das waren so 3-4 Folgen, die echt mies waren, ne? Sorry. Ja. Wie? Was soll ich sagen? Jetzt ist es wieder besser. Und jetzt machen wir hier auf dem Hof auch entsprechend weiter. Ja, der stand immer noch unten. Deswegen bringe ich den jetzt mal zurück. Ah, jetzt muss ich aber gucken, jetzt ist für mich sogar die Musik gerade zu laut. Das ist leider nicht so richtig ausgeprägt. So, war es besser. Ja, jetzt ist für euch leise, aber das ist schon okay. Besser zu leise als zu laut, habe ich in den letzten Folgen festgestellt. Obwohl, vielleicht sagen einige von euch, oh, nee, Musik war schon gut. Könnt ihr mir gerne drunter schreiben. Ne? Wenn ihr sagt, Mario, spiel lieber die Musik ein, halt den Mund. Auch okay. Södele, jetzt bringen wir aber erstmal, bis ihr mir das schreibt, werde ich weiterreden. Dann bringen wir erstmal den Rest Stroh noch wieder weg. Aber vielleicht ein bisschen eischnell unterwegs gerade. So, du. Auch gleich wieder rausfahren, denn in der Regel braucht man den ja zum Ausbringen. Aber wir haben dann auch erstmal wieder genug Stroh. Also, oh, hier liegt ja auch noch was. Ah ja, sammeln wir irgendwann mal ein. Den parken wir jetzt erstmal wieder zurück in die Halle. Könnte ich auch mit Autodrive machen, ne? Aber weiß nicht, ob das so clever ist, die hier. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Platz zum geradeausfahren, ne? Ah, muss auch nicht sein, also ein bisschen was dürfen wir uns selber machen, finde ich. So, haben wir das. Lass mal den Traktor auch hier stehen. Eigentlich braucht man gerade nicht, ne? So, was wäre denn als nächstes dran? Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Das mit dem Sound hat mich ein bisschen geärgert, gebe ich zu. Ich hoffe euch nicht zu sehr, ey, bitte. Das tut mir leid. Es ist manchmal einfach wie verhext. Und dass ich das auch noch so viele Folgen nicht gemerkt habe, ne? Ja, aber das war so. Ich hatte einfach mal wirklich Spaß an Hof Hirschfeld. Hab da einfach mal mehr Folgen als sonst aufgenommen. Und ja, dann habt ihr keinen Gegencheck. Dann testet man es nicht. Dann guckt man erst nachher mal rein. Ja, und dann. Dann ist es so. Gibt es eigentlich schon irgendwie eine adäquate Lösung? Ich glaube, Autodrive kann es ja nicht mehr. Silo leer schaufeln. Und mit CP, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich es nicht gut hinbekommen, dass es reibungslos funktioniert. Natürlich könnte man auch mal die ganzen Silos einfach leer machen und irgendwo, na, ist auch blöd. Ich hätte jetzt gleich in so ein Hochsilo kippen, aber irgendwie auch Quatsch, dann macht auch kein Mensch. Naja, ein bisschen manuell fahren dürfen wir auch. Achso, wir müssen auf jeden Fall nach den Fahrern mit den Pappeln Ausschau halten. Nicht, dass die jetzt da ein Problem bekommen. Ist die Pappe wieder leer? Oh, vielleicht ein bisschen hart rangefahren. Ich
Ich frage mich tatsächlich, was für ein Radlader diese oberen Haken braucht. Vielleicht diese Baustellenradlader, ne, von der dieser Volvo zum Beispiel. Ja, den hatten wir früher ja auch hier drauf. Vielleicht war das wirklich so, dass der dafür gebraucht wurde. Aber so, das ist mit dem ich suche tatsächlich immer noch der Helfer, der CP-Helfer macht das übrigens mit dieser, mit dem Spurreißer schon abgefahren, ne? Ich finde, der Verbrauch in der Sämaschine ist sehr gering. Die kann nicht viel Hafer durch hier. Ich wüsste gerne, ob dieses Abholen von dem Saatgut funktioniert. So, den hatten wir hier extra stehen lassen. Wie weit ist der denn hier? 77%. Oh, die werden schon wieder auch langsamer. Muss dann nochmal reparieren, ne? So, den habe ich stehen lassen müssen, weil der von dem Helfer, von dem anderen Helfer hier durch die Gegend gezerrt wurde. Also wirklich, der ist durch die Gegend geschliffen worden, als der auf diese... Wieso geht denn die... Okay. Das ist aber merkwürdig, warum da der Kasten da hin und her pippt. Stellen wir den Abfahrer mal ein, mal gucken, ob der hier von zieht. So, wo ziehst du denn jetzt hin? Passt das? Ah, hier sind überall mal wieder so Flächen zwischendurch, ne? Aber ich glaube... Ja, das haut hin. Warum auch die Kiste da immer leer ist? Also der hatte eine Kollision mit dem anderen hier halt. Und du so? Komm, wir werden erstmal reparieren, ne? Wir können es eigentlich nicht leisten, dass die jetzt auch noch zu langsam durch die Gegend fahren. Och, nee. Da sind sie schon. So. Und zack. Da rennen die wieder hier übers Feld. Ich sag mal so, auf und davon. Guck mal, Spinnerei hier, gute Kaufpreise, Ankaufspreise. Gucken wir noch mal, wofür. Ich vertue mich hier mal mit den Wolle. Aber das ist nicht die Baumwolle. Obwohl 4137 für 1000 Liter ist auch nicht verkehrt. Was gibt's denn? Mal gerade eben überlegen. Hier für Tuch gibt es natürlich mehr. Aber, hey, liebe Leute, wenn die Wolle weniger gibt und wir die ja auch in die Tuchfabrik schmeißen können, dann ist es vielleicht wirklich cleverer, Schafe zu nehmen, die da reinzufahren und die Baumwolle einfach direkt zu verkaufen. Also wir haben schon eine Verbesserung dadurch, ohne Frage. Aber so massiv... Also ich habe auf jeden Fall beschlossen, wir machen hier oben auch bei beiden wieder Baumwolle und zur Not verkaufen die halt nachher. Ist halt so. Das mit dem Spurreißer hier ist schon krass, ne? Ist endlich mal ein autonomer Traktor, der seinen Namen hier auch verdient hat, ne? Also dass er mit Autodrive durch die Gegend fährt. Ja, schade ist wirklich, dass man mit dem nicht viel mehr machen kann als ansehen. Düngen oder so würde noch gehen, aber abfahren zum Beispiel funktioniert leider gar nicht. Also es, reine Feldarbeit könnte mit dem machen, was so ein normaler Helfer macht, das geht. Weil der so ein, der ist irgendwie nicht ganz fertig, also da fehlen so ein paar Sachen. Mit den Höhen hier hinten. Ja, und dann diese Kupplung da unten, die da auf dem Boden schleift, ist auch nicht richtig. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ansonsten sieht der schick aus. Soll ich mal lassen. Schönes Ding.
Das ist ein schönes Gerät. So, aber guck mal. Naja, er braucht nicht viel Hafer, das ist halt einfach so. Was sehen wir denn hier mit unserer Tuchnummer? Also irgendwie wird das hier auch nicht leerer. Und der Ballen ist auch noch voll. Läuft die denn überhaupt noch? Ich glaube schon. Gucken wir doch mal. Ist aktiviert. Ja, das kann sein, dass der sich das hier rauszieht aus dem Ballen und das eigentlich gar nicht 10.000 Liter sind, weil der hier in dem Trigger steht. Naja, was weiß ich. Es läuft halt. Hier, unsere Magazinproduktion hoffentlich fängt da nicht an zu rechnen. Wollen wir ja auch nicht, ne? Aber ich glaube, so industriemäßig läuft alles. Da muss man gar nicht so einen Stress haben. Hier unsere Baumschule. Ja, du wiegst dich aber noch mal hart im Wind. Das sieht irgendwie nicht gesund aus, wie du so hier im Wind warst. Bist du ein Gummibaum? Seid ihr alle Gummibäume oder wackelt ihr tatsächlich zur Musik? Sehr schön. Nee, das muss so. Das muss so. Ah, es gibt hier bald auch auf Hof Hirschfeld den neuen Global Market. Master Market. Saatgut haben wir noch und ein Strohball. Wahrscheinlich ist das noch von der Vorstellung vom GM. Ich bin irgendwie noch nicht zugekommen, den wegzufahren. Oh, guck mal hier. Trigger liegen auch bald alle voll wieder. Müssen wir mal irgendwie wegfahren. Aber ich zeige euch noch mal was. Mir vor kurzem mal jemand gesagt, wusste ich nämlich vorher nicht. Es ist total verrückt, aber am besten könnt ihr Strohballen transportieren mit so einer Palettengabel. Irgendwie, weil die Kollision da breiter ist. Da liegen die absolut tipptopp drauf. Da bewegen die sich keinen Millimeter. Das ist echt verrückt. Also auch bei den Radladern, bei den Frontladern, also wenn ihr den Palettengabelaufsatz da vorne dran habt, das ist unglaublich. So, könnt ihr hier astrein reinfahren. Ihr seht das schon, der liegt absolut gerade drauf. Das ist mal richtig cool. Also, finde ich schon. Lohnt sich auf jeden Fall mal danach zu gucken. Nach den Palettengabeln statt diesen Spießen. Witzigerweise kann man mit den Spießen dafür besser die Paletten aufnehmen. Weil die eben das Problem dann nicht haben, dass die sich so in der Kolli festhaken. Ne? Das kennt ihr ja auch sicherlich, dass man ständig mit den Dingern irgendwo hängen bleibt. Also der Radladerfahrer ist ja hier schön gut, ne? Aber der Gabelstaplerfahrer. Boah, das ist echt laut hier, ne? Die machen, also die Fabrik hier macht ganz schön Terror. So, bringen wir hier nochmal ein paar Paletten hin, damit das hier auch weitergeht. Aber 15.000 Liter Paletten sollten da auch erstmal reichen. Aber trotzdem, Papier sollten wir wegfahren, damit das nicht voll läuft. Achso, die Gabel war ein bisschen zu weit unten. Dann haben wir die da rüber gehüppelt. Boah, ist das so urlaut. Versteht ihr mich noch? Stell ich mal eben hier ab.
Boah, da muss ich auf jeden Fall dran tun. Die ist ja doch, also im Vergleich zu den anderen Fabriken, viel zu laut, wie ich gerade finde. Vielleicht kann mir einer von euch schreiben, wo das in den Files versteckt ist, diese Soundlautstärke von den Placeables. Auf die andere Seite, ne? Vielleicht meine Trigger hier. Na, ist alles noch voll. Na, dann ist ja gut. Ja, ich muss die mal direkt demnächst auf die LKWs draufpacken, ne? Zum Glück. Oha. So, aber ich will schon seit gefühlten Wochen hier im Spiel. Seitdem hier. Der ist bei 9%. Und der andere bei 38%. Ich wollte ja eigentlich meine Pferde versorgen. Ne, da ist das gar nicht. Moment, hier. Kommt noch Stroh zu und dann werden wir das mal fertig machen. Wasser müssen die auch noch haben. Stroh, da. Mal gut, dass wir so ein bisschen was haben. So, sind noch hier. So, machen wir eben hier vorne die Kiste. Aber ich glaube, Strom müssen wir hier innen reinlegen, ne? Animal und Straw ist da vorne, okay. Dann hoffen wir mal, dass das. Ja, das wird aber noch eine ganze Zeit reichen mit dem Stroh, ne? Okay, mit dem fahren wir hier keinen Stroh rein. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Dann fahren wir erstmal die anderen Stellen hier an. Gibt ja noch weit. Wir brauchen auf jeden Fall noch Heu hier. Was ist denn hier mit unserem Traktor, mit dem Autonomus? Der fährt da unten noch durch die Gegend. Junge, Junge, Junge. Stroh und Heu. Also ein kompletter Container voll. Können ja aber einiges durch die Gefahr. Vielleicht sollten wir demnächst doch mal mit größeren Geräten da rangehen. Aber gut, wir kriegen es auch so versorgt. Dann brauchen die eigentlich auch nur noch Wasser danach, ne? Aber wir fahren hier auch, also das ist nicht wenig, ne? Container sehen vielleicht kleiner aus, aber wir fahren hier tatsächlich 30.000 Liter Versorgungsmaterial durch die Gegend. Da können wir wieder Gras reinschütten, was mit dem anderen. Oh, das läuft ja in Ruhe, ne? So, neues Stroh hier.
Da, er hat Saatgut nachgeholt. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Wenn er jetzt noch zum Feld fährt und weitermacht, dann haben wir doch. Ach, keine Kapazität mehr für Stroh. Okay. Dann habe ich hier wohl schon Stroh gemacht. Gucken wir mal, wo der langkommt. Es kann sein, dass der hier wieder zurückfährt auf diese Strecke. Ja, schon mal interessieren, wo der gerade hinfährt. Jetzt stellen wir mal irgendwie drunter und dann machen wir den mal aus. Dann gucken wir mal, wo der lang fährt. Auch da oben rum. Oh, ich glaube, das geht auch. Was macht denn hier der Kollege? Der hat auf jeden Fall noch. Und er hier. Ö, hat nichts mehr. Wie lange fährst du denn schon ohne? Aber gut, wir kommen auf jeden Fall dem näher, dass wir die wieder automatisch tanken lassen können. Das ist ja auch nicht verkehrt. Während wir hier unter diesem gelben Punkt letztes Mal durch die Gegend fahren. 34.941 Punkte. Coole Nummer. Aber liebe Leute, das soll es für euch heute gewesen sein. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr die letzten Folgen ertragen habt. Nochmal ein fettes Entschuldigung an der Stelle dafür. Und ich versuche ein bisschen drauf zu achten. Aber es passieren immer wieder Fehler. Sage ich ganz ehrlich, das ist eine Hobbynummer hier. Ich habe hier kein Qualitätsmanagement, das es nochmal nachprüft, ob jetzt wirklich gerade alles. Beim Testaufnahmen mache ich manchmal ja. Aber so immer funktioniert das auch nicht. Ja, von daher. Seid, bleibt mir gewogen und habt einen schönen Tag. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.